Der letzte Sprung und Sturz, den Sie gerade gesehen haben, war von Walter Steiner. Walter Steiner ist genau bei 179 Meter gelandet. Das ist diese Markierung hier. Und diese Markierung ist tatsächlich eine Grenze, wo das Schiefliegen anfängt, unmenschlich zu werden. Walter Steiner ist in sehr großer Gefahr gewesen, denn wäre er nur 10 Meter weiter geflogen, dann wäre er hier in der Ebene gelandet. Und man muss sich etwa vorstellen, dass er aus 110 Meter Höhe abgestürzt wäre auf eine ebene Fläche. Er wäre sicherlich tot. Springen. Das geht noch, aber man sagt es ihnen noch und sie glauben es nicht. Sie haben jetzt alle Erwartungen übertroffen. Dann werden sie noch springen? Muss zuerst schauen. Gucken Sie ein bisschen. Mogoče bi morali kakšno kapljico jega mi da, ali pa... Ne, mas, kapljico, či je kaj? Ne. Dobro, pa lahko stimo. Mogoče bi potem kasnej, wenn Sie im Auge einige Schwierigkeiten später haben, da kommen Sie zurück, Sie bekommen eine Augensalbe. Aber jetzt nicht, das stärkt. Jetzt vielleicht nicht, ja. So. How do you feel, Walter? Was? Steiner wollte sich nichts anmerken lassen, aber es fiel deutlich auf, dass er noch nicht sicher auf den Beinen war. Immerhin schlug er mit 140 Stundenkilometern mit dem Kopf auf dem Boden auf. Erst 20 Minuten später fanden wir Steiner wieder. Er hatte sich allein im Wald versteckt. Dies war der Moment der großen Krise für ihn. Später sagte er, man verlange zu viel von ihm, man wolle ihn um jeden Preis zu einem Weltrekord treiben oder ihn bluten sehen. Ich komme mir vor, sagte er, wie in einer Arena und 50.000 warten darauf, dass ich zerschelle. Trotzdem stieg er noch ein drittes Mal in den Anlaufturm hinauf, aber er wusste nicht, ob er überhaupt noch springen würde. Die Frage war sogar, ob er in seinem Leben je noch springen könnte. Bekam einmal einen jungen Rabe. Das war eine tolle Sache. Der hatte noch fast keine Federn. Ich zog ihn mit Milch und Brot, zog ich den hoch, den groß. Und wie er fliegen konnte, da holte er mich immer ab. Oder er sah mich schon von Weitem mit dem Velo kommen und ich pfiff ihm. Dann flog er mir auf die Schultern und ging dann nach Hause mit mir, bis ich ihm dann etwas zu essen gab. Und auch kam es mal vor, dass er schon unten an der Straße, wie ich aus der Schule kam, hörte ich ihn auf einmal krähen und dann schaute ich hin und dann war es mein Rabe und sofort kam er zu mir geflogen. Leider hat er dann je länger je mehr Federn verloren, vielleicht hat es auch mit meiner Fütterung zusammengehängt und die anderen Raben quälten ihn dann. Schon morgen in der Früh gab es draußen jeweils ein Gekrächze. Und dann wollte er natürlich fliehen und konnte nicht mehr und fiel dann zu Boden jeweils. Und da musste ich ihn dann leider erschießen, denn das
war eine Qual, das zuzusehen, wie der von den eigenen Gebrüdern eigentlich gequält wurde, weil er nicht mehr fliegen konnte.